Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema globale Minimierung von Funktionen mit zwei Variablen. Wir starten hier gleich mit einem Beispiel, an dem wir uns klar machen wollen, wie das funktioniert. Wir sollen das globale Minimum dieser Funktion finden, f von x1 und x2 gleich 2 mal x1 zum Quadrat minus x1 mal x2 plus x2 zum Quadrat minus 2 mal x1 plus 4 mal x2 plus 3. Wir haben also eine quadratische Funktion, die von zwei Variablen abhängt. Wir haben hier die Terme zweiter Ordnung, die also von zwei Termen, von zwei x'en abhängen, x1², x2² und den Kreuzterm x1 mal x2. Dann haben wir hier die beiden linearen Terme, minus 2 mal x1 plus 4 mal x2 und zum Schluss noch die Konstante 3. Als erste Bedingung brauchen wir dann, dass die beiden partiellen Ableitungen erster Ordnung, die müssen beide gleich 0 sein. Bilden wir die doch hier einmal. Die partielle Ableitung bezüglich x1 ist dann hier 4 mal x1 minus x2, der Term fällt weg, minus 2, das x1 fällt weg, 4 mal x2 hängt nicht von x1 ab, 3 hängt nicht von x1 ab. Und die soll dann bitteschön gleich 0 sein. Und genauso soll auch die partielle Ableitung erster Ordnung nach x2, die soll auch gleich 0 sein. Schauen wir uns an, wie die aussieht. Leiten diesen Term nach x2 ab, der fällt weg, hängt gar nicht von x2 ab. Hier haben wir minus x1 als Konstante mal x2, die fällt weg. Dann bekommen wir 2 mal x2 dazu, minus 2 mal x1 fällt weg, plus 4. Und auch das soll gleich 0 sein. Die 3 fällt in beiden Fällen weg. Wenn ich mir das also hier auf den Folien noch mal etwas sauberer hinschreibe, dann haben wir die beiden partiellen Ableitungen. Beide sollen gleich 0 sein. Und wir sehen, die beiden partiellen Ableitungen erster Ordnung, dieser quadratischen Funktion, sind beides lineare Funktionen von x1 und x2. Und beide linearen Funktionen sollen gleich 0 sein. Es ergibt sich also hier ein lineares Gleichungssystem, was wir auflösen müssen. Und da kann man jetzt also alles einsetzen, was man zum Auflösen dieses Gleichungssystems so kennengelernt hat. Wir könnten also hier die Koeffizientenmatrix bilden von 4, minus 1, minus 1 und 2 mal den Vektor x1 und x2. Und könnten diese Matrix explizit invertieren, um das aufzulösen. Oder wir können auch das Eliminationsverfahren verwenden oder irgendwas anderes, was wir kennen und gut können. Ich zeige es hier mal anhand des Eliminationsverfahrens her. Ich addiere 4 mal die zweite Zeile zur ersten Zeile dazu. Warum? Wenn ich das mache, fällt dann hier oben das x1 weg, weil 4 mal x1 plus 4 mal x1 bekomme ich hier oben eine 0 hin. Dann habe ich 4 mal x2 minus x2 ergibt 7 mal x2 und 16 minus 2 ist minus 14 und das soll gleich 0 sein. Und dann kann ich mir das durch 7 dividieren und die 14 auf die andere Seite bringen. Da haben wir da stehen plus 14, haben wir hier minus 14 geteilt durch 7 ist minus 2. Und dann können wir das benutzen, um das zweimal von der zweiten Gleichung abzuziehen. Dann bleibt da hinten also stehen minus x1 und dann bekommen wir zweimal x2 abgezogen. Das ist gleich 0. Und wenn wir hier die minus 4 auf die andere Seite bringen und dann ziehen wir zweimal minus 2 ab, bekommen wir gleich 0. Können wir auch noch das Vorzeichen ändern. Und da haben wir die Lösung da stehen. x1 ist gleich 0 und x2 ist gleich minus 2. Ich habe das auch hier auf den Folien mal hingeschrieben. Also es gibt nur einen einzigen Punkt, der als globales Minimum der Funktion in Frage kommt, nämlich den Punkt 0 minus 2. Die Frage ist jetzt, wie können wir uns denn wirklich sicher sein, dass dies ein globales Minimum ist? Und dafür müssen wir uns eben die Krümmungseigenschaften oder Wölbungseigenschaften dieser Funktion anschauen. Und dafür brauchen wir die zweite Ableitung, die Hesse-Matrix.
Und bevor wir dann die Hesse-Matrix konkret ausrechnen, schreibe ich hier noch hin, warum wir das dann brauchen oder was wir mit der Hesse-Matrix machen können. Dafür brauchen wir zunächst einen kleinen Exkurs. Wir brauchen eine Definition. Eine symmetrische Matrix A, die auch quadratisch ist, n Kreuz n, nennt man positiv semidefinit, wenn sie folgende Eigenschaft hat, dass nämlich die quadratische Funktion zu dieser Matrix größer gleich 0 ist für alle x aus R. Dass also x transponiert mal a mal x größer gleich 0 ist. Und da erinnern wir uns, das ist also eine quadratische Funktion mit zwei Variablen. Im Eindimensionalen wäre das also x mal a mal x soll größer gleich 0 sein. Das hieß also a mal x Quadrat soll größer gleich 0 sein. Und das ist dann der Fall, wenn a größer gleich 0 ist. Ja, wir hätten dann also ein Minimum vorliegen, wenn eben dieser Koeffizient des quadratischen Terms positiv ist. Und im Höherdimensionalen ist es nicht ganz so einfach. Wir müssen also wissen, ist diese Funktion mit zwei Variablen oder mit mehr Variablen, ist die größer gleich 0 für alle x aus R. Und wenn das so wäre, dann wäre die Funktion konvex und wäre nach oben offen. Ja? Also eine Funktion f, die deren Hesse-Matrix positiv semidefinit ist, heißt konvex oder nach oben offen. Jetzt brauchen wir also nur noch etwas, womit wir feststellen können, ob eine Funktion nach oben offen ist. Ich habe mir hier das Ganze auch noch mal grafisch dargestellt. Also wir haben hier, sehen wir, in x1 Richtung sind wir nach oben offen und in x2 Richtung sind wir nach oben offen und aber auch in allen anderen Richtungen. Also egal, wie ich hier durchgehe, in allen Richtungen bin ich nach oben offen. Also es muss auf jeden Fall mal so sein, dass die beiden partiellen Ableitungen zweiter Ordnung in x1 Richtung und in x2 Richtung positiv sein müssen, aber es muss auch so sein, dass es in keiner anderen Richtung nach unten gehen kann. Und wenn wir das dann hätten, dann wüssten wir, dass also der stationäre Punkt einer solchen konvexen Funktion das globale Minimum ist. Und jetzt kommt das Entscheidende: Wie können wir also herausfinden, ob eine Funktion, ob eine Matrix positiv semidefinit ist? Weil wenn wir das wissen, können wir das auf die Hesse-Matrix anwenden. Und da brauchen wir also die Eigenschaft, dass eben die beiden Diagonalelemente, die müssen größer gleich 0 sein und zusätzlich muss auch die Determinante größer gleich 0 sein. Es dürfen also diese Nebendiagonalelemente, die dürfen nicht zu groß sein, damit eben die Wölbungseigenschaften der Funktion in allen Richtungen gleich sind. Ja, das waren jetzt also einige Schritte, die hier hintereinander kamen. Ich fasse das noch mal ganz kurz an der Stelle zusammen. Wir wollen wissen, ist ein bestimmter Punkt ein globales Minimum? Dafür müssen wir wissen, ist die Funktion auch nach oben offen? Ist sie konvex? Konvex ist sie dann, wenn die Hesse-Matrix positiv semidefinit ist. Und das liegt vor, wenn eben beide partiellen Ableitungen auf der Hauptdiagonalen positiv sind und die Determinante der Hesse-Matrix auch positiv ist. Machen wir das für dieses konkrete Beispiel einmal. Die Hesse-Matrix können wir recht leicht ausrechnen. Ich klicke dafür nochmal schnell zurück auf die Funktion. Das sehen wir dann nämlich sofort. Wir hätten diese linearen Funktionen als partielle Ableitung erster Ordnung. Und wenn wir jetzt nochmal nach x1 ableiten, die erste Funktion bekommen wir da 4. Wenn wir nach x2 ableiten, bekommen wir minus 1. Wenn wir diese Funktion nach x1 ableiten, bekommen wir auch minus 1. Und wenn wir nach x2 ableiten, bekommen wir 2. Also diese partielle Ableitung zweiter Ordnung ist die Matrix 4, minus 1, minus 1 und 2. Das ist die, die ich auch hier hingeschrieben habe. Und dann sehen wir, es sind die beiden partiellen Ableitungen in x1 Richtung und in x2 Richtung sind beide positiv. Und
Die Determinante der Matrix ist Produkt auf der Hauptdiagonalen 8 minus Produkt auf der Nebendiagonalen 1 ist immer noch 7, ist auch größer gleich 0. Das heißt also, die Hesse-Matrix ist positiv semidefinit. Deshalb ist unsere quadratische Funktion nach oben offen, ist konvex. Und deshalb ist unser kritischer Punkt, das, der Punkt 2, 1, den wir vorher, 0 minus 2, den wir vorher ausgerechnet haben, ist deshalb das globale Minimum. Und das waren jetzt viele Schritte auf einmal, aber von der Vorstellung her haben wir genau das Gleiche gemacht wie eigentlich im Eindimensionalen. Wir haben uns angeschaut, ist die erste Ableitung gleich 0? Damit finden wir den kritischen Punkt. Und dann ist die zweite Ableitung positiv. Es ist nur so, dass hier die zweite Ableitung eben eine Matrix ist und die Frage, ist sie positiv, dazu wird, ist sie positiv semidefinit. Sprich, beide Diagonalelemente positiv und die Determinante positiv. Um das mit den Wölbungseigenschaften nochmal einzuüben, schauen wir uns hier noch ein zweites Beispiel an. Auch wieder eine quadratische Funktion in zwei Variablen und wir sollen überprüfen, ist diese Funktion denn konvex? Dafür bilden wir also wieder die partiellen Ableitungen erster Ordnung nach x1 bzw. x2. Wenn ich nach x1 ableite, bekomme ich 4 mal x1 minus 3 mal x2 minus 2. Und wenn ich die partielle Ableitung nach x2 bilde, bekomme ich hier minus 3 mal x1 plus 2 mal x2 und den linearen Termin x2 gibt es nicht, bekomme ich also hier eine 0. Dann muss ich beide Funktionen nochmal nach x1 bzw. nach x2 ableiten. Schreibe mir das hier gleich als Matrix hin. Wenn ich das also nochmal nach x1 ableite hier oben, bekomme ich eine 4. Wenn ich nach x2 ableite, bekomme ich eine minus 3. Wenn ich das hier nach x1 ableite, bekomme ich auch eine minus 3. Und wenn ich es nach x2 ableite, bekomme ich eine 2. Wir haben also hier die gewünschte Eigenschaft, dass wir beide Hauptdiagonalelemente sind positiv, bin also in x1-Richtung nach oben offen und bin in x2-Richtung nach oben offen. Die Frage ist jetzt, reicht es auch, um in allen anderen Richtungen nach oben offen zu sein? Dafür muss ich mir die Determinante anschauen. Was ist die Determinante? Die ist das Produkt auf der Hauptdiagonalen, 4 mal 2 ist 8, minus das Produkt auf der Nebendiagonalen, minus 3 zum Quadrat ist 9, haben wir also 8 minus 9 ist gleich minus 1 und das ist kleiner als 0. Reicht also nicht dafür aus, dass wir auch in allen anderen Richtungen nach oben offen sind. Und das wollen wir uns hier auch einmal grafisch anschauen. Also ich klicke hier nochmal auf den Folien durch, haben die Hesse-Matrix und haben die beiden Diagonalelemente wie gewünscht, aber die Determinante ist negativ und damit ist die Hesse-Matrix nicht positiv semidefinit und die Funktion ist daher nicht konvex. Wie schaut der Funktionsgraph dieser Funktion hier aus? Der hat diese Form. Ja, und in x1-Richtung sind wir hier, fange ich also einmal in x1-Richtung an, da haben wir also so eine Form, da ist also tatsächlich die Wölbung so, dass wir nach oben offen sind. Positive Ableitung zweiter Ordnung in x1-Richtung. In x2-Richtung kann ich es jetzt hier nicht so ganz schön einzeichnen, aber haben wir auch etwas, was zwar relativ flach ist, aber doch nach oben offen. Also auch in dieser Richtung haben wir die gewünschte Eigenschaft, dass wir nach oben offen sind. Aber es gibt eben auch eine Richtung, in der wir nach unten offen sind. Es gibt also mehrere Richtungen, aber die hier sehen wir ganz deutlich. Und das ist das, wofür wir also die Determinante auch noch brauchen. Dass wir sehen, dass die Wölbung, die wir in x1 und x2 Richtung haben, dass wir die auch in allen anderen Richtungen haben. Und das liegt hier nicht vor. Und im Beispiel, im ersten Beispiel, was wir gerechnet haben, war dies aber der Fall.